Den ultimativen Tipp fürs Wochenende. Das Schloss Herdringen in Arnsberg. Das können Sie morgen und übermorgen von innen und außen hautnah erleben. Eine Gelegenheit, die es nicht so oft gibt. Der Grund, die Verkaufsmesse Lebensart läuft wieder, bereits zum 10. Mal. Und das ist auf jeden Fall was für alle, die das Besondere lieben, aber eben auch für Schlossentdecker und sogar Musikliebhaber. Das war die Kulisse für den Fälscher von London und den Schwarzen Abt. Und in alles Edgar-Wallace-Filme, ne? Alles Edgar-Wallace-Filme und in neuerer Zeit Krupp eine deutsche Familie und brandaktuell Hotel Lux, was ab nächste Woche in den Kinos zu sehen ist. Frau Heuvel, Sie sind die rechte Hand vom Chef. Wie nenne ich den richtig? Baron von Fürstenberg? Die richtige Bezeichnung ist Herr Wendemar Freier von Fürstenberg. Landläufig sagt man überall Herr Baron, das ist aber auch kein Problem. Okay, und der stellt jetzt seine Privaträume am Wochenende zur Verfügung? Der stellt bei solchen Veranstaltungen seine Privaträume zur Verfügung, damit die Öffentlichkeit sich auch das alles ansehen kann. Und ganz besonders sollte man sich mal um den Ledersaal kümmern. Das ist eine Attraktion, die nirgendwo so zu finden ist. Königssaal oder auch weitere Säle. Sie berühren gerade eine alte Ledertapete aus dem Jahre 1676. Was ist das für ein Leder? Das ist gestanztes Ziegenleder. Es war damals schon eine Rarität und heute mit Sicherheit, denn in der Größenordnung ist es sehr, sehr, sehr. Und das liefert den Rahmen für die Aussteller, die ihre Produkte präsentieren. Hier zum Beispiel Gehröcke, maßgeschneiderte. Das sind Lederschuhe, passend zum Raum. Auch maßgeschneidert, aber wahrscheinlich Halbschuhe nur. Und dann Schmuck, da hinten auch noch Kleidungsstücke. Und das ist jetzt Klopfzeichen, Morsezeichen, was ist ja, das? Ja, das sehen Sie richtig. Das ist eine Klopfakupressur, die gegen Ängste und belastende Emotionen ist und die ich im Alltag jederzeit einsetzen kann. Okay, und funktioniert? Ja, sehr gut. Und seid gegrüßt, meine Freunde. Kaspar von Fürstenberg. Schön, euch in meiner Burg begrüßen zu können. Ach, ja. Schau, Kaspar, ist es nicht trefflich anzuschauen. Es sind Händler. Und für so wenig Taler nur zu erstehen. Von weit und fern an meine Burg gekommen. Euch das Trefflichste zeigen, was man hat. Für den kleinen Geldbeutel. Auch das silberne Geschmeide für den großen. Schaut, wie jener hält. Er hat ein ordentlich gefülltes Säcklein. Für euch hätte ich hier noch etwas Besonderes. Eilt einmal hinein. Das hört sich ziemlich gut an, sieht auch ziemlich gut aus, wie so eine Harfe. Kann ich das mal anfassen? Ja klar, einfach mal anfassen. Wozu ist das gut? Das hat einen rein optischen Hintergrund. Mhm. Also außer schön aussehen, kann das auch sonst noch was Besonderes? Ja klar, natürlich. Die Firma Steinway & Sons kennt man ja aus dem Konzertflügelbau. Steinway, klar. Und genau die können jetzt mit diesem Musiksystem das Konzerterlebnis wirklich 1:1 nach Hause transportieren. Mhm. Was kostet dann so eine Kleinigkeit, so ein Kunstwerk? Ja, eine Kleinigkeit von 126.000 Euro. Wow. Führe ich aber auch gerne mal vor. Okay, gespannt. Mächtig teuer auf die Ohren habe ich schon bekommen, lecker Nüsse hatte ich auch und jetzt bin ich bei Wohnaccessoires gelandet, Frau Rose. Sie sind die Mitorganisatorin, was ist das für ein Sortiment? Wir haben sehr ausgewählte Produkte, speziell auch von Sauländer Manufakturen. Wir haben 22 Aussteller aus der Region zum Sauland, insgesamt knapp 70 Aussteller. Wir zeigen Produkte für Haus und Garten, Feinkost, Mode und Schmuck. Dinge, die das Herz höher schlagen lassen. Drinnen und draußen. Und sollte man wirklich mal ausnahmsweise nichts finden, dann hat man zumindest auch immer noch die schönen Räume. Frau Heuvel, wo sind wir hier? Wir sind im Königssaal. Warum heißt das so? Weil 1853 der König Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen das Schloss besuchte und so begeistert war von dem Saal und ihn daher Königssaal taufte. Gerade eben ist die offizielle Ausstellungseröffnung gelaufen und hier in der Eingangshalle gibt es dann für Sie auch lecker was auf die Gabel samt Klaviermusik von Wolfgang Bitter. Und wenn Sie schon mal hier sind, können Sie auch meinen Lieblingsraum kennenlernen. Das ist dieser hier. Ein friedlicher Ort, dabei großzügig und luxuriös gestaltet, fürstlich eben. Und wenn Sie das jetzt alles erleben wollen, dann können Sie das am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr und am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr. Ihnen ganz viel Spaß und tschüss, bis nächste Woche. Also ein stilles Örtchen gibt's auch. Und wenn Sie weitere Infos dazu brauchen, dann schauen Sie doch einfach auf unserer Internetseite nach. Lokalzeit-siegen.de ist unsere Adresse.